Ja, erstmal vielen Dank für die schöne Anmoderation und den schönen Übergang. Ich bedanke mich auch bei der Webinale, dass ich eingeladen wurde, heute meinen Vortrag hier zu halten. Ich begrüße euch. Danke, dass ihr so zahlreich zum Vortrag gekommen seid. Ja, genau, Marketing Director, Konversionskraft seit Januar erst. Davor bei Unbounce. Vielen bin ich daher bekannt von meinem vorherigen Unternehmen, wo ich in der Landingpage-Optimierung und im Marketing war und auch unser Content-Marketing-Thema die Landingpage-Optimierung war. Konversionskraft nochmal ganz kurz, es wurde schon was zu Revenue gesagt. Wir benutzen selber den Growth Canvas, um eben Webseiten oder sagen wir mal eigentlich auch Unternehmen insgesamt zu optimieren und verwalten einen Revenue Stream für Unternehmen von über 12 Milliarden Euro. Ein bisschen was zu mir, ich bin Speaker, bin auf Konferenzen viel unterwegs, dazu eben jetzt gehört auch die Webinale, aber habe auch schon auf Forbes Events, Cebit und so weiter gesprochen. Tatsächlich Buchautor, hat lange gedauert, bis das Buch fertig wurde, Ende letzten Jahres ist es rausgekommen, zusammen mit Robert Weller. Ein Buch über Content Design, also wie kann man wirklich Webseiten so optimieren, dass sie dann auch performance steigernd wirken. Dann so ein kleiner Fun Fact, ich bin früher professioneller Rollerblader gewesen und das war mein Einstieg, ehrlich gesagt, in die Welt von Content, von Design, von Web Experiences, wie man eben auch darüber gut vermarkten kann. Und dann gibt es noch einen kleinen Fun-Fact, ja, ich bin Statist in The Hunger Games gewesen, wen es interessiert, da gibt es ein Bild, das habe ich erst gestern Nacht entdeckt übrigens, zum ersten Mal, da sitze ich am Set. Erlebnisse, es geht um Erlebnisse, das bei Hunger Games war ein super Erlebnis, mein schlecht bezahltester Job, glaube ich, den ich hier hatte, aber das Erlebnis war super, muss ich sagen. Und die Frage ist eigentlich, was ist überhaupt ein Erlebnis? Ist ein Erlebnis, wenn Mario Götze uns bei der WM zum Weltmeister schießt, das ist ein ganz kurzer Moment, der bleibt uns im Kopf. Am Ende interessiert auch kein mehr das Turnier oder viele nicht mehr. Wir wissen alle, wir waren 2014 und sind es auch immer noch, wir sind Weltmeister und Mario Götze hat das Tor geschossen. Und ein anderes Erlebnis, der erste Kuss, ja, wenn wir über Beziehungen reden, dann ist das etwas vielleicht mit dem aktuellen Partner oder vielleicht der erste Kuss unseres Lebens, das ist auch ein Erlebnis. Wie ist es aber, wenn wir über Web Erlebnisse sprechen. Was ist denn ein Erlebnis? Was ist denn eine User Experience? Ist das dieser eine Moment? Ist das so Konfettikanone irgendwie, dass jetzt irgendwas ganz Tolles passiert? Oder ist ein Erlebnis was anderes? Und ich bin der Meinung, ein Erlebnis ist ein Prozess dort. Also am Ende sagen wir, wir hatten ein gutes Erlebnis, ein schlechtes Erlebnis mit dem Shop. Das werden wir nicht so formulieren in unserem Kopf. Aber wir werden sozusagen einen Prozess haben, den wir durchlaufen und am Ende irgendwie bleibt, wie schon gerade gesagt wurde, das Geschmäckle. Oder man sagt sich, das war reibungslos, man sagt sich dann wahrscheinlich gar nichts, aber man kommt gerne zurück. Und heute, hier ist der wirkliche Titel meiner Präsentation, es geht um Dessous Shopping, nicht ganz. Und da geht es eben um Reibung und nicht die Reibung, die man sich unbedingt bei dem Thema wünscht. Und es beginnt hier mit einer Geschichte von mir, einer persönlichen Geschichte, nämlich, dass meine Frau so vorweihnachtlichen Zeit mal geäußert hat, dass ihr die Bademäntel von Intimissimi sehr gut gefallen. Natürlich zeitlich gut getimed, so in der Vorweihnachtszeit. Ah, die sind eigentlich echt so ganz schick, ne? Und da habe ich mir gedacht, gut, notiert, muss ich mir keine Gedanken mehr machen, ich besorge so einen Bademantel. Jetzt ist die Sache, ich hasse es, in den stationären Handel zu gehen. Wenn ich hier irgendjemanden damit auf die Füße trete, tut mir leid, so meine persönliche Erfahrung. Ich kaufe immer alles online vor Weihnachten, 99,9% der Sachen, vielleicht nicht die Grußkarten, aber ansonsten kaufe ich alles online. Und natürlich habe ich auch festgestellt, Intimissimi hat nicht nur viele Filialen, die haben auch einen Online-Shop. Und natürlich bin ich in den Online-Shop gegangen, um zu bestellen und dachte, alles geht ganz einfach, ist aber nicht so. Und darum geht es hier heute, um mein Erlebnis mit diesem Shop. Ist kein Kunde von uns, möchte ich dazu sagen. Habe ich vorher abgeklopft, bevor ich den jetzt so ein bisschen runter mache. Es geht natürlich nicht darum, dass ich nur hier hingehe, um irgendjemanden zu bashen. Also ich will nicht jemanden einfach nur schlecht machen. Aber ich will zeigen, wie viele Dinge es gibt, die so Reibung verursachen und die einfach unnötig sind, die man ausmerzen muss, wie es eben hieß, kleine Dinge. Und die summieren sich. Und das ist so ähnlich wie in einer Beziehung. Das sind die kleinen Dinge, die sich summieren, die können Reibung verursachen. Es sind nicht immer große Sachen, die irgendwie schief gehen. Fangen wir an mit dem ersten Kapitel. Ich weiß was, was du nicht weißt. Was soll das heißen? Also, ich habe meine Reise begonnen, indem ich das mit Google einfach mal Intimissimi eingegeben habe. Nicht, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst finden sollte, weil man einfach faul ist und gibt einfach in Google Intimissimi ein. Dann kriegt man schon die Seite gezeigt. Jetzt sehe ich die AdWords-Anzeige oben und ich sehe auch das Ergebnis in den Suchmaschinen, das Organische. Da fällt mir erstmal auf,
Ja, wenn man das mal liest, ja, die Intimissimi-Welt ist zu ihrer Verfügung 24/7, dann fällt einem schon mal auf, dass diese Texte überhaupt nicht irgendwie ins Deutsche richtig übersetzt wurden. Ich gehe davon aus, dass es vom Italienischen oder wo auch immer her dann halt übersetzt wurde. Lieblos. Während die AdWords sehr gut formuliert sind. Ist erstmal schon so der kleine Reibungspunkt. Gut, würde man vielleicht ignorieren, geht erstmal auf die AdWords. Die Reise setzt sich fort. Ich lande im Shop und ich bin so jemand, ich gehe immer auf die Suche. Ich habe mir auch sagen lassen, da gibt es auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Frauen gehen vielleicht gerne in die Kategorien, ich gehe immer auf die Suche oder Männer gehen schneller zur Suche. So, dann habe ich natürlich die Suche erstmal gesucht, die ist nämlich da oben. Und da musste ich erstmal rechts oben auf eine Lupe klicken und wir sprechen hier von E-Commerce. Ja? Also eigentlich ist es Best Practice, dass man eine Suche hat. Ich musste erstmal rechts oben klicken und die Suche hat sich links oben geöffnet. Also wandern meine Augen erstmal darüber und das war jetzt auch nicht so ein großer Screen, es war ein 13 Zoll Notebook. Und komme darüber. So, dann habe ich das eingegeben, Bademantel, genau, Bademantel habe ich eingegeben und dann kriege ich gesagt, kein Suchergebnis, also gibt es gar nicht. Ich finde auch die Vergleichsweise, was mir dann angezeigt wird, sehr sinnvoll, aber auf jeden Fall, den Bademantel gibt es nicht. Und da war ich natürlich irritiert, wenn ich gesagt bekomme, Bademantel von Intimissimi sind toll, dann frage ich mich, was ist los? Sind die vielleicht online ausverkauft? Muss ich ihn doch in den Laden gehen? Okay, Suchfeld war versteckt. Wir versuchen es nochmal, Intimissimi, Dame, so, lädt übrigens, ich hatte eine super Internetverbindung, hat trotzdem lang geladen. Also gehe ich mal über die Kategorien, schau da, Bekleidung, ja, und schau da mal, werd da nicht fündig, ja, dann vielleicht bei Nachtwäsche, das war glaube ich das nächste, was ich dann gemacht habe, genau, ah ja, probier es mal da. Und dann schaue ich da rein und es lädt wieder sehr lang. Und da finde ich dann den Morgenmantel. So, also, hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich gefunden habe. Ich weiß nicht, warum es mir das nicht gleich gezeigt hat. Bademantel, Morgenmantel, scheinbar gibt es hier auch keinen Abgleich für Synonyme. Also das ist auch so ein Problem, was ist der User-Intent, was will der eigentlich und ist ein Morgenmantel auch ein Bademantel oder umgekehrt? Benutzt man diesen Begriff dann eben auch vergleichsweise, obwohl man was anderes meint und so weiter. Hat auf jeden Fall bei mir hier nicht zum Erfolg verholfen. Also gucke ich natürlich, weil ich glaube, dass ich nicht besonders schlau bin, wenn ich sage, dass man Synonyme verwenden sollte oder dass man Dinge in unterschiedlichen Kategorien auch einsortieren sollte, schaue ich natürlich, wie das andere machen. Und wenn ich bei Zalando dann mal reingehe und ich gehe in die Kategorie Wäsche, dann finde ich da auch einen Bademantel. Und wenn ich aber in die Kategorie Bademode gehe, finde ich da auch einen Bademantel. Also es ist in beiden Kategorien auch irgendwie drin und auch unterschiedlich taucht es mal auf. Warum macht das Intimissimi nicht und simuliert mir praktisch, dass sie gar keine Bademäntel haben? Und About You können wir auch nochmal als Beispiel nehmen, damit man nicht nur immer Zalando nimmt. Morgenmäntel, Bademäntel, beides führt zum Ergebnis und beides zeigt mir auch überschneiden ähnliche Ergebnisse. Aber es ist egal, ob ich Morgenmantel oder Bademantel eingebe, ich kriege ein Ergebnis gezeigt. Also gehen wir wieder zurück in den Shop und es gibt natürlich auch Sachen, die sind ganz gut gemacht. Also wenn man so ein bisschen da drüber scrollt, sieht man natürlich Vorder- und Rückansicht, was ich ein bisschen, man vielleicht auch nochmal überlegen könnte, warum wird diese kleine Einkaufstasche erst gezeigt, wenn man so drüber scrollt, damit man da vielleicht mal ein bisschen mehr das auch gleich in den Warenkorb legen kann, könnte man auch schneller zeigen. Und dann habe ich diese Voransicht und schaue die mir an und da kann ich auch Favoriten setzen, das ist auch wichtig, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Und dann kann ich das hinzufügen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich hier bin und ich interessiere mich für dieses Produkt und würde es jetzt hinzufügen wollen, was fehlt mir? Die Größe, sagt die Dame hier vorne, richtig. Eigentlich ist die Story so, dass ich ja erstmal wissen will, ist es denn überhaupt in der richtigen Größe da? Sehe ich aber gar nicht. Also warum soll ich es denn dann jetzt hinzufügen? Unklare Buttonbeschriftung. Die Wahrheit ist aber, wenn ich da draufklicke, dann zeigt es mir die Größen an. Also jetzt erst gibt es mir die Information, dass ich es in S, M oder ML bestellen kann und in welcher Menge und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vorrätig ist. Das sagt es jetzt zwar nicht speziell, aber erst jetzt kann ich das dann irgendwie machen. Und das ist einfach von der Reise, die man unternimmt, ist das so fraglich, ob man das so anordnen sollte, weil man ja eigentlich die Information vorher sucht, bevor man hinzufügen klicken möchte und dann denkt, jetzt habe ich es im Warenkorb und brauche es dann nicht.
So, jetzt machen wir das so, damit wir hier nicht nur irgendwie Morgenmäntel und Damenunterwäsche sehen. Da habe ich mir dann gedacht, jetzt suche ich mir auch noch mal was raus. Nennt sich hier Boxershorts. In meinen Augen ist das keine Boxershorts. Eher so ein Schlüppi oder so. Auf jeden Fall klicke ich hier unten weitere Farben verfügbar, kann ich aber nicht anklicken. Also ist eine Information und wir werden noch mehr darauf zu sprechen kommen, wie oft in diesem Shop man nicht weiß, ist es eine Information oder ist es eine Schaltfläche. In diesem Fall klicke ich, klicke ich, klicke ich. Ich habe es jetzt aber echt eilig, ich muss noch mehr Geschenke bestellen. Das sorgt dann bei mir schon wieder für Stress und irgendwie Reibung. Funktion ist nicht klar, gucken wir mal weiter. Also, auch jetzt machen wir das mal auf und jetzt wissen wir ja auch, wo wir die Größe finden können. Farben finden wir natürlich erst hier und diese große freie Fläche, die dient nämlich dem, dass man da die Farben vorfindet. Weiß man natürlich nicht, wenn man jetzt ein Kleidungsstück hat, das nur zwei Farben hat, aber ansonsten fraglich, wo ist die Information für die Größe? Ich habe jetzt einfach mal eine ausgewählt und habe das in den Warenkorb gelegt, um das mal hier zu testen. So. Jetzt habe ich die zwei Sachen im Warenkorb, yeah, Etappenziel erreicht und denke, ich bin am Ziel und das kann ja jetzt alles nicht mehr so schwierig werden. Aber Kapitel 2, ja, wir kommen hier auf so ein paar Ungereimtheiten, die ich einfach nicht verstehen kann. So, ist drin, ja, und jetzt habe ich hier rechts oben die Funktion gerade gehabt, dass ich zum Warenkorb kann und habe da auch drauf geklickt. Und es ist ganz wichtig, dass ihr euch das im Hinterkopf behaltet, wie ich gerade in diesen Warenkorb gekommen bin. Ich habe das Produkt in den Warenkorb gelegt, klick auf diese Schaltfläche und habe sozusagen so einen Shortcut genommen und bin jetzt im Warenkorb. Ich werde euch später auch nochmal sagen, warum das so seltsam ist, wie das hier alles funktioniert. So, jetzt habe ich hier meine Waren drin liegen. Und muss mich fragen, ist es sinnvoll abgeteilt, wenn man sich anschaut, wie hier die Linienführung ist, um Produkte zu unterscheiden? Ich kann das nochmal kurz rückgängig machen. Hier ist eine Linienführung und hier ist eine Linienführung. Und ergibt sich für den einen oder anderen User daraus eigentlich, dass das hier ein Produkt ist? Oder das hier? Denn so gehören eigentlich die Produkte zusammen. Also man muss sich Gedanken machen, wenn man solche Elemente einfügt und der Grafiker da ein bisschen rumspielen darf, dann muss man sich Gedanken darüber machen, ich bin ein Fan von leeren und weißen Flächen, aber was kommt am Ende dabei raus? Und Nähe oder Einkapselungselemente oder Trennlinien, das ist ja nicht nur irgendwie ein bisschen Spielerei, sondern das ist optische Orientierung und das ist nicht nur nice to have, sondern wenn ich jetzt hier gucke, weil ich was aus meinem Warenkorb entfernen wollte, habe ich hier so ein kleines X. Und wenn ich das in der falschen Anordnung habe, ja, ich gehe nochmal kurz drauf, und ich genau weiß, das ist das das Feld oder das, und ich klicke da drauf, dann habe ich es aus meinem Warenkorb genommen und dann nervt mich das extrem. Vor allen Dingen, wenn ich viele Sachen drin habe und das dann wieder suchen muss. Also ganz vorsichtig sein, wann man Dinge wie eingrenzt und ob man das nicht irgendwie alles schlauer machen kann. Zeig es nochmal. Auch hier kann ich dann nochmal kurz den Vergleich nehmen. Immer ein gutes Beispiel. Vielleicht langweilig, weil es immer irgendwie oft auch Zalando ist. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, wie Dinge hier abgegrenzt werden, dann ist einfach klar, was ein Produkt ist in einem Warenkorb. Dann ist klar, dass erstmal hier eine Einkapselung stattfindet, um Dinge voneinander zu trennen. Und dass auch Produkte ganz klar voneinander getrennt sind. Und dann weiß ich auch, was ich entferne und auf den Wunschzettel setze und wo das nächste Produkt beginnt. So, und dann schauen wir uns mal die Hierarchie an. Also auch da erzählt ein Warenkorb eine Geschichte. Übersicht der Bestellung. Und das Erste, was ich mir anschaue in meiner Übersicht der Bestellung, ist der Gutscheincode. Und gerade die Nina von Mindberry hier vorne, die lächelt schon. Ist es das Schlauste, die Leute auf den Gutscheincode hinzuweisen? Was sollen sie jetzt machen? Denn wenn ich keinen Gutscheincode habe, dann mache ich mir doch Gedanken darüber, wo ich einen herkriege oder warum ich keinen habe. Also google ich, und es gibt ja Gutscheinportale oftmals und so weiter. Soll ich mich wirklich bei der Übersicht der Bestellung zuerst mit meinem Gutscheincode beschäftigen oder damit, welche Artikel ich habe und was die insgesamt kosten und der Versandrabatt oder was auch immer sonst noch wichtig ist, wann kommt die Lieferung und so weiter. Für Gutscheincodes ist noch Zeit, die muss man nicht dahinstellen. Also sich fragen,
Hat man das nur irgendwo anders nicht unterbringen können? Hat der Designer gedacht, ich setze es da oben hin? Oder ist das wirklich getestet worden und sinnvoll? Wie machen es die anderen natürlich? Die haben hier kein Feld, die haben einen kleinen Hinweis, aber die sagen dem User, beschäftige dich später mit dem Gutscheincode, kannst du später eingeben. Ist zwar auch mit drin, es gibt viele Shops, die machen es noch später, aber einfach mal zum Vergleich, muss man wirklich da in der Bestellübersicht als allererstes oben eben das drin haben oder ordnet man es klein hier unter, hier ist es grau hinterlegt, für den einen oder anderen, den es interessiert, einfach mal drauf achten. So, jetzt kommt eine Quizfrage, wir gehen nochmal, wir sind wieder dort, wo wir die Schlüpfer hatten und jetzt gibt es oben rechts auch ein Warenkorbfeld und das habe ich jetzt mal angeklickt. Also nachdem diese Produkte reingelegt wurden, klicke ich oben auf das Warenkorbfeld. Und eine Frage, wenn man diesen Warenkorb anguckt, ist irgendjemandem was aufgefallen zu dem anderen Warenkorb im Vergleich? Was fehlt? Das dritte Produkt fehlt. Dritte Produkt fehlt. Es war eigentlich, der Unterschied ist, fast richtig, ich hatte ja noch Sachen markiert als für meine Wunschliste und der andere Warenkorb zeigt mir auch meine Wunschliste an. Also in dem anderen Warenkorb, den ich über diese Abkürzung genommen habe, sehe ich einen anderen Warenkorb, der mich auf meine Wunschliste hinweist und auf alle Empfehlungen, die ich noch gesammelt habe. Und ich kenne das aus vielen anderen Shops oder IA ja sicherlich auch, dass man diese alle Sachen, die man sich auf die Wunschliste gesetzt hat, auch nochmal irgendwo unten gezeigt bekommt oder nochmal darauf hingewiesen wird. Jetzt habe ich hier diesen Warenkorb, der sich so öffnet und sehe das eben nicht mehr. Da ist es noch nämlich zu sehen. Und jetzt ist es so, wenn ich aber von dort jetzt wirklich weitergehe, also zur Kasse, so wie eben auch, komme ich gar nicht mehr dorthin. Ich überspringe den Part. Das ist einfach, da komme ich gar nicht hin. Und hier ist das dritte Produkt, der Wunschzettel, noch zu sehen. Und hier ist es nicht. Und ich verpasse damit eigentlich die Möglichkeit, dem Nutzer nochmal einen Vergleich zu geben. Oder viele haben auch die Gewohnheit, dass sie sich einfach diese Liste vollpacken und am Ende entscheiden, was sie mitnehmen. Das ist eine total verpasste Chance, überhaupt dafür zu sorgen, dass die Leute da nochmal was kaufen. Also der Wunschzettel wird in dem Sinne einfach unterschlagen. Ja, und damit das auch wirklich, damit ihr das sehen könnt, ich klicke hier auf Kasse und hier lande ich. Ich überspringe einfach komplett diesen einen Part. So, jetzt kann ich hier meine Daten mal eingeben. Genau, und komme in diesen Checkout-Prozess. Und jetzt ist es etwas verwunderlich, weil wenn man eben gerade gesehen hat, dass man praktisch seine Nutzerdaten eingibt und dann Einloggen eingeben kann, oder, ich gehe nochmal zurück, damit es nochmal alle sehen können, oder man hat eben oben gewählt, dass man einen neuen Account anlegt, ja, Express-Einkauf, soziales Netzwerk, Einloggen, dann würde man meinen, ehrlich gesagt, ist hier die Seite beendet und es gibt kein Signal, dass da unten noch mehr ist. Und hier unten kommen die Vorteile des Angebots. Sicher bezahlen, kostenlose Retoure, 48 Stunden Expressversand. Da stehen die Informationen, die eigentlich nochmal auslösen können, dass der Nutzer sich sagt, ich habe Vertrauen, da sind für mich Trust Signals oder da sind für mich Vorteile dieses Angebots. Denn sicheres Bezahlen ist natürlich auch ein Vertrauenssignal. Das ist einfach da unten irgendwo hingeschoben worden, aber ist eigentlich verkaufsfördernd. Und die Frage ist, warum das eben dort versteckt wurde. Also, wir machen es jetzt mal so, hier oben fortfahren, ne? Wir sind wieder zurück. Und jetzt schaut euch mal bitte die Schaltflächen an. Beide Schaltflächen haben eine ähnliche Funktion, sie führen halt weiter, aber beide Schaltflächen sehen unterschiedlich aus. Und teilweise ist auch gar nicht klar, warum das so ist. Also warum fortfahren einfach als leerer Text irgendwo steht, gar nicht anders als andere Texte, die irgendwo stehen. Und was auch wirklich verwunderlich ist, ist das hier. Das ist ein Social Login. Da kann man dann natürlich Facebook oder LinkedIn oder Twitter nehmen. Und das hier hatte ich anfangs angenommen, sei der Button, damit man im nächsten Schritt weitergeht. Aber eigentlich, wenn ich zurückgehe, ist das nämlich das Feld, um weitere Social Accounts auszuwählen und sich einzulocken. Also etwas, was beschleunigt, dass jemand sich einwählt. Und was mich irritiert, ist, dass sowas wie Google Plus ja eigentlich, oder Google, ein sehr sinnvoller Login ist, mit dem man schnell sich einloggt.
wesentlich sinnvoller vielleicht auch in Deutschland, als jetzt LinkedIn zu nehmen, mit dem ich jetzt mich nicht vielleicht im Dessous-Shop einloggen möchte. Das ist einfach ein Auswahlfeld. Auch hier kommen Schaltflächen dazu, die ich neu lernen muss. Also nirgendwo sehe ich das sonst im ganzen Shop. Und dann muss ich erst überlegen, wie verwendet man das? Das heißt, es ist wieder Reibung, das ist wieder kognitiver Aufwand. Und dann wird man langsamer und träge und braucht das auch nirgendwo mehr sonst im Shop. Und man sieht es auch nirgendwo anders in anderen Shops in ähnlicher Art und Weise. Also ich muss wieder was lernen und das strengt an. Für Schaltflächen müssen deswegen klare Regeln gelten. Und die werden hier ständig gebrochen. Und dann ist es hier auch noch so, das sind einfach undefinierte Elemente, da weiß man gar nicht auch genau, was soll das jetzt, hätte man auch eigentlich alle Symbole gleich zeigen können, muss man jetzt nicht 6 Symbole irgendwie nochmal hinter so einem Slider irgendwie verstecken. Ja, jetzt kommt etwas, was nicht kleine Reibung ist, das ist nämlich ein echter ultimativer Conversion Killer, den ich da entdeckt habe. Ich gehe hier rein und jetzt möchte ich wirklich kaufen. Und jetzt fragt es mich nach der Telefonnummer. Die Frage ist erstmal, warum brauchen die meine Telefonnummer? Das wird überhaupt nicht erklärt, kann ich euch aber später nochmal sagen. Und das Schlimmste ist, ich musste so viele Kombinationen durchgehen, wie man die Telefonnummer einzugeben hat, damit das System das akzeptiert. Also irgendwie +49 oder so, das checkt das System überhaupt nicht. Und auch hier darf man dann die 0 nicht einfach weglassen bei der Handynummer, sondern man muss es wirklich dann genauso eingeben. Und das ist wirklich schon ein bisschen krass, weil ich weiß, wie man das auf verschiedene Arten und Weisen eingeben kann, weiß aber nicht jeder und auch nicht jeder hat den Nerv, das zu testen, weil nicht jeder ist irgendwie Optimierer oder da so engagiert, weil er irgendwie im Marketing arbeitet oder so. Also das ist schon schlimm, kommt aber noch besser. Ich habe dann jetzt einfach gesagt, ich gebe es jetzt einfach falsch ein und mache einfach weiter. So, und dann gehe ich mal runter und ich drücke einfach mal auf Weiter und springe wieder nach oben. Und das erste Problem ist, Fehlermeldungen sehen genauso aus wie Vorteile. Also der Versandrabatt hier oben von 4 Euro, den ich spare, hat genau dieselbe Schrift und denselben Stil wie die Fehlermeldung. Also auch hier springe ich nach oben und das Erste, was ich sehe, ist das. Also denke ich erstmal, lesen, was ist hier der Fehler? Ach nee, ist gar kein Fehler. Ist nämlich genau das gleiche wie hier. Auch hier gibt es wieder keine klaren Designregeln. Was ist jetzt eine Fehlermeldung und was ist überhaupt eine Meldung, die mir sagt, dass ich was verbessern muss? Und ich habe ja eben schon keine Hilfe bekommen, wie ich die Dinge hier einzugeben habe. Und jetzt kommt es noch besser. Jetzt sagen Sie zu mir, geben Sie bitte Ihre Kreditkartennummer richtig ein. So. Ja? Also, und das ist wirklich schlimm. Weil das Vertrauen wird halt sowas von kaputt gemacht, indem man erst eine Handynummer will, nicht sagt, warum man die braucht oder eine Telefonnummer, und dann sagt, bitte geben Sie eine gültige Kreditkartennummer ein, in dem Feld, wo ich eine Handynummer eingebe. Also es ist, sage ich mal, nicht optimal. Und ja, deswegen beachten, wenn man Standardhinweise hat und man hat Korrekturhinweise, dann achtet bitte darauf, dass die sich auch unterscheiden und der User schneller weiß, was hier wirklich was ist. Ja, und dann, sowas ist natürlich indiskutabel, brauche ich euch gar nicht zu sagen. Ich weiß nicht, warum das da drin ist. Ich bin Optimierer, ich habe Bock rauszufinden, wie ich durch den Shop komme, aber die meisten Leute, die werden, glaube ich, in der Vorweihnachtszeit, wenn das Datum näher rückt, dass man jetzt bald nicht mehr bestellen kann und es rechtzeitig vor Weihnachten bekommt, die flippen irgendwann aus, die gehen in den nächsten Shop. Und dann geht man halt einfach zu Zalando und dann verzichtet man vielleicht auch auf Intimissimi oder man geht zu About You oder keine Ahnung, wo man das dann vielleicht, Esprit oder Götz. Aber auf jeden Fall ist man irgendwann durch. Und das Schlimme an diesem Fehler mit den Kreditkarten ist, und da frage ich mich auch, gibt es intern bei Intimissimi wirklich eine QA, die das checkt? Denn den Fehler habe ich im Dezember entdeckt. Und ich habe ihn heute Morgen nochmal nachgeprüft, damit ich euch heute nichts Falsches erzähle. Der Fehler ist immer noch da. Also seit irgendwie 6 Monaten interessiert es keinen, dass da eine falsche Abfrage stattfindet. Ich weiß nicht, wenn man als Optimierer mal auf die Seite gehen würde und würde mal eine Session tracken oder mal ein bisschen analysieren, was da passiert, hätte man, glaube ich, innerhalb von einer Stunde herausgefunden, dass man das Feld optimieren muss. Oder schneller. Okay, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir sozusagen zu so ein paar Bonussachen. Und auch hier haben wir wieder so ein paar Schaltflächen, wo nicht ganz klar ist, wann ist es eine Schaltfläche und wann nicht. Und auch sehr wichtig in diesem Shop, man kann nicht Sachen einfach immer irgendwie übersetzen oder sagen, das ist nicht wichtig, was man da hinschreibt. Wenn ich Produkte verpacken lassen kann, wählen Sie aus, welches Produkt Sie verpacken lassen möchten.
dann sollte man nicht im Anschluss sagen, verschenken Sie es, sondern sollte man vielleicht hinschreiben, verpacken Sie es oder lassen Sie es verpacken, weil man das ja dort verpacken lässt. Also auch hier zählt ganz klar, man sollte da jemanden vielleicht auch hinsetzen, der sich irgendwie auf Texten versteht und der auch irgendwie Conversion Copywriting versteht, der weiß, was ist der nächste logische Schritt und weiß der User ganz genau, wenn er nur scannt, denn wer hat echt Bock, die ganzen Sachen zu lesen, wenn der nur scannt, weiß er sofort, was er machen muss. Ich meine, ohne das oben zu lesen, wenn hier steht, würde, lassen Sie es verpacken, müsste ich alles andere gar nicht lesen. Aber wenn da steht, verschenken Sie es, was heißt das? So, also unklare Buttonbezeichnung, nochmal eine Reibung und das stresst so ein bisschen. Ja, und dann gibt es nicht nur das Wording, sondern wir haben eben oben wieder Buttons gesehen und jetzt kommt eben hier dieses Do-it-yourself-Verpackungsset und dann habe ich hier diesen Riesen-Button. Und ich weiß gar nicht warum, aber es ist wieder was Neues, wo ich denke, okay, warum ist jetzt dieser Riesenkasten, denn der ist normalerweise nicht grün, den hatte ich jetzt hier schon ausgewählt, aber warum ist der graue Kasten jetzt auch wieder ein Schaltfeld, so ein riesiges? Und ist das wirklich so ein wichtiges? Also die Frage ist auch, was ist hier der Nutzen? Was ist die klare Botschaft? Und muss der User wieder was Neues lernen? Das ist anstrengend. Also wieder irgendwie eine neue Regel. Ja, hier der riesige Turm ist auch ein Button. Ja? Keine Kontinuität im Button-Design. Also wenn ihr Designs habt, dann seid einfach da auch mit der Kontinuität euch einig, wann ist was eine Schaltfläche, wie designe ich die und muss der User in seiner ganzen Reise die Sachen 15 Mal neu lernen. So, jetzt zeige ich euch das nämlich nochmal mit diesen ganzen Schaltflächen und den vielen, vielen Regeln, die es da gibt. Und wenn ich jetzt hier oben schaue, habe ich hier zwei Beispiele für Auswahlfelder. Also diese Felder sind Kästchen, die sind eingerahmt. Und wenn ich draufklicke, komme ich nicht auf eine neue Seite, sondern ich wähle nur etwas aus und bleibe aber auf der Seite. Dann habe ich aber wieder diese grau eingerahmten Kästchen und diesmal sind es Eingabefelder. Das heißt, das sind keine Schaltflächen, sehen aber eigentlich genauso aus, haben aber den Sinn und Zweck, dass man sie ausfüllt. Texte in diese Felder reinzuschreiben, ist eigentlich auch nicht immer so gut, weil irgendwann fängt man an zu schreiben und dann weiß man gar nicht mehr, was da in dem Feld eigentlich drin war und dann muss man es wieder rauslöschen, um zu gucken, was das jetzt nochmal für ein Feld war, wenn man abgelenkt wird. Ist immer nicht ganz so optimal. Und dann gibt es aber diese Schaltflächen auch unten bei den Vorteilen des Angebots und da ist es eine Lightbox, also ein Pop-up. Wenn ich da draufklicke, geht so ein kleines Fenster auf und erzählt mir eben etwas mehr zu diesen Sachen. Da könnte man auch zögern und sich sagen, soll ich jetzt da wirklich draufklicken, ich habe jetzt keinen Bock, die Seite zu verlassen oder weiß nicht, was passiert. Sieht aber eigentlich genauso aus wie viele andere Schaltflächen. Ist aber eine Lightbox. Und dann haben wir noch dieses Ding, auch wie eine Schaltfläche, die orientiert sich aber wiederum daran, das heißt, was ich da auswähle, entscheidet, was hier gezeigt wird. Sieht aber auch aus wie eine Schaltfläche und unterscheidet sich überhaupt nicht. Das heißt, wir haben hier ständig Elemente, die sich alle ähnlich sehen, aber eigentlich weiß ich nicht ganz genau, welches ist wichtiger, welches löst ein Pop-up aus, welches ist eine Schaltfläche, was ist ein Eingabefeld. Und das hier ist nichts anderes als einfach nur eine Anzeige, die kann ich eigentlich nicht mal an der Stelle verändern. Und dann gehe ich hier runter und da steht auch wieder Bestellung absenden. Das heißt, eigentlich bin ich am Ende der Reise. Und dann kommt unter Bestellung absenden, Übersicht der Bestellung. Also wir hatten das Beispiel auch vorhin schon wieder, dass unter dem Fold sozusagen, wo man eigentlich denkt, okay, man ist am Ende dieses Checkouts, wo dann mir nochmal der Wunschzettel oder Vorteile des Angebots angezeigt werden, alle Sachen, die mich überzeugen sollen, damit ich mich vergewissern kann, dass ich das Richtige tue, hier sind diese Sachen einfach nochmal unter dem Button. Und jetzt ist es wirklich so, wie das hier designt ist, hätte man nicht den Eindruck, da unten geht es noch weiter und ich kann mich nochmal vergewissern, dass ich das alles eingepackt habe. Also auch hier gibt es keine Wegweiser, keine Elemente, die mich darauf hinweisen, da unten kommt noch was. Oder man hätte den Button vielleicht für Bestellung absenden woanders hinten schicken sollen oder man hätte einen zusätzlichen Schritt vielleicht einfügen sollen. Also die Übersicht der Bestellung ist eigentlich nochmal versteckt. Und dann hier so ein kleines Bonusproblem, von dem ich auch nochmal erzählen möchte. Die Sachen hatte ich bestellt, hat nicht alles gut gepasst, also müssen die Sachen zurück. Und dann gehe ich in meinen Account und was finde ich vor? Nix. Ich hatte gar keine Bestellung. Also ich habe Produkte bei mir liegen, ich habe dafür bezahlt,
aber ich finde sie leider nicht. Und ich war echt ganz schön irritiert. Und ich bin auch so ein Mensch, ich gehe nicht nur gerne, nicht gerne in den stationären Handel, ich rufe auch noch extrem ungern bei einem Unternehmen an, weil man einfach sehr viel negative Hotline-Erfahrung hat. Hat man eigentlich meistens nicht so einen Bock drauf. Es blieb mir am Ende hier nichts anderes übrig. Ich habe dann angerufen und es ist wirklich ein Systemfehler gewesen, dass sie gerade am Beheben sind. Vielleicht auch nicht so cool, irgendwie so zwischen Weihnachten und Silvester, dass sie dann gerade so einen Ausfall haben. Ich könnte mir vorstellen, viele Leute gucken nach Weihnachten nochmal in ihre Bestellfelder und möchten vielleicht Sachen zurückgeben. Auf jeden Fall ging es nicht. Man musste mir manuell meine Bestellung hinterlegen, sodass ich mir das runterladen konnte, das PDF, um das Paket zu frankieren und es zurückzuschicken. Und jetzt wird auch klar, warum die meine Telefonnummer brauchen, denn das Paket, sagte man mir, ich müsse jetzt bei UPS anrufen und einen Abholtermin vereinbaren. Finde ich natürlich auch total super, dass ich jetzt nochmal Arbeit habe und nicht wie bei anderen Läden, wo man Hermes und DHL draufklebt und egal ist, wo man es hingibt. Nee, ich muss das von DHL abholen lassen. Passt nicht so gut in meinen Lebensplan rein, habe dann aber eine UPS-Filiale ums Eck gefunden. Da finde ich übrigens, UPS gibt einem auch keine Bestätigungsschein, wenn man was abgibt. Da musste mir das händisch irgendwo unterschreiben, der Mann in dem Laden. Also es sind so, gehört nicht wirklich zur Web-Optimierung, aber am Ende gehört das auch alles zur Experience dazu. Und man kann noch so viele Sachen vielleicht auch im Vorfeld richtig machen. Wenn solche Sachen am Ende noch kommen, dann wird es auch schwierig. Und wegen der Telefonnummer, die wird gefragt, weil das Paket bis nach Italien zurückgeht. Also auch da dauert dann der Versand ein bisschen länger, bis das Geld zurückkommt, dauert es länger. Aber könnte man ja auch sagen, wir brauchen das für den Versand, die Telefonnummer, damit wir auch checken können, was, wo, falls irgendwas ein Problem ist oder der Lieferant vor der Tür steht, kann man doch alles sagen. Also, worum geht's hier? Ich hatte vorhin schon über den ersten Kuss geredet, ich rede auch weiterhin über Beziehungen. Es geht um die kleinen Dinge im Leben, die einen Unterschied machen. Und in einer Beziehung machen auch kleine Dinge den Unterschied. Ja? Einmal kurz irgendwie den Valentinstag vergessen, ja, aber irgendwie dann sich irgendwann nur noch gehen lassen und irgendwann nur noch irgendwie so auf der Couch rumhängen, dann sind das so die Summe der Dinge, die am Ende eine Beziehung irgendwie kaputt machen. Und genauso haben wir hier extrem viel Reibung im Shop. Schauen wir uns das mal an. Wir haben eine versteckte Suche, die finde ich nicht gleich. Ja, dann finde ich keine Suchergebnisse, weil das System Synonyme nicht erkennen kann. Wir haben keine Mehrfachkategorisierung. Wenn ich nicht exakt weiß, wo ich es finde, finde ich es nicht. Dann haben wir fehlende Infos, irreführende Buttonbeschriftung, ja, also hinzufügen, obwohl es eigentlich erstmal zur Größe gehen müsste. Wir haben eine unklare Zuordnung der Elemente. Wann ist irgendwas eingekreist und gehört zusammen? Wann definiert die Nähe auch, dass Elemente zusammengehören? Hier schwierig gewesen. Dann haben wir Links, die unter Umständen keine sind. Man klickt dann da rum, vergeudet auch wieder Zeit, kognitive Energie. Ist ein Aufwand. Und dann ein weiterer Warenkorb. Zwei Warenkörbe, die sich unterscheiden. Das heißt, wenn man nicht gerade Lust hat, viel zu suchen, wundert man sich, irgendwie hatte ich doch mal meinen Wunschzettel noch, wo ist das? Vielleicht fragt man sich es auch nicht. Der Verkauf entgeht dem Unternehmen. Dann gibt es ein Hierarchieproblem. Man erzählt auch eine Geschichte im Webshop. Und das darf man nicht vergessen, für den Nutzer muss sich eine logische Geschichte ergeben. Warum präsentiere ich ihm den Gutscheincode in dem Moment, wo er eigentlich andere Sachen überprüfen sollte? Zum Beispiel, wann kommt meine Ware an, was ist der Gesamtpreis und so weiter. Dann gibt es weitere irreführende Buttons. Will ich es verschenken oder will ich es verpacken lassen? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Dann hat man die Vorteile des Angebots gut versteckt. Und das ist übrigens etwas, was auf der Seite sehr auffällig ist. Es gibt sehr wenig Elemente, die einem so ein gutes Gefühl geben. So ein Gefühl von Vertrauen, von irgendwie den Vorteilen, dass man irgendwie immer im Hinterkopf hat, irgendwie alles ist super verschlüsselt oder Expresslieferung. All diese Dinge, die man sonst überall sieht, vertrauensbildende Elemente und Vorteile werden hier ständig versteckt. Dann haben wir komische Textlinks, hier dieses Fortfahren, das eben nirgendwo schwebte und dann eben dieses Pfeilsymbol, wo man sich auch fragt, warum habt ihr das dahinter geklemmt? Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich will auch Designern hier nicht zu nahe treten, sowas machen Designer. Aber jemand, der sich mit der Optimierung von Webpages und damit beschäftigt, dass das Unternehmen mehr Geld verdient, der würde nicht so einen Quatsch machen. Weil das ist, räumt zwar den Shop auf, aber es hilft nicht dabei, dass Leute konvertieren und kaufen. Ja, dann gibt es keine Eingabehilfe, ich mache was falsch, man sagt mir aber nicht, wie ich es einzugeben habe oder korrigiert vielleicht auch mal diese Telefonnummer selber, kann man ja auch mal erwarten. Fehlerhafte Fehlermeldung, habt ihr ja gesehen, absoluter Conversion-Killer. Usability-Regeln finde ich ganz wichtig,
Wenn ihr einen Style habt, erfindet auch das Rad nicht immer neu. Es gibt Dinge im Web, die einfach funktionieren. Steve Krug wurde erwähnt, ganz wichtig. Das Buch ist 20 Jahre alt inzwischen. Die Webregeln haben sich nicht verändert. Das ist wirklich beeindruckend. Es gibt eine Neuauflage, die ist auch schon ein paar Jahre alt mit Optimierung für Mobile und trotzdem hat sich fast nichts geändert. Und dann gibt es eben wieder dieses Hierarchieproblem, das wir oben schon mal hatten. Bestellung absenden und wenn man runterscrollt, dann sieht man die Übersicht der Bestellung. Also auch hier eine logische Geschichte für die Leute erzählen. Dann möchte ich euch einfach zeigen, was bedeutet das denn, wenn man das alles missachtet? Ja? Der Nutzer interagiert nicht mehr mit der Website. Also es sorgt für Frust, hat keine Lust mehr. Ja? Der Nutzer kehrt auf jeden Fall nicht regelmäßig zurück, denn er findet sicherlich Angebote, die dann vielleicht besser funktionieren und vielleicht ist auch die Bindung zur Marke nicht stark genug, um zu sagen, ich muss dort kaufen. Und eines wird auf jeden Fall nicht passieren. Ich werde nicht sagen, bitte geht in den Intimissimi-Shop und kauft da ein. Es sei denn, ihr wollt heute dieses mal nacherleben, dann könnt ihr das gerne machen. Aber ansonsten nicht empfehlenswert. Drei Tipps, um so ein bisschen Reibung zu vermeiden. Es gibt sehr vieles, was ich heute noch dazu sagen könnte, aber ich möchte es für euch hier nochmal kurz fassen. Drei Tipps, die ich hier hätte. Psychologie der Antizipation ist einfach sehr wichtig. Und da habe ich so ein Schaubild, das ich immer gerne verwende. Wenn jemand von einer Anzeige kommt, in diesem Fall vielleicht eine Facebook-Anzeige, und landet auf einer Page, allein da hat er schon eine Erwartungshaltung. Die ist in der Regel positiv, weil Menschen eigentlich positive Erwartungshaltungen haben. Und dann kommt er auf die Page und jetzt kann sich was ergeben, und zwar Begeisterung, die zum Conversion-Ziel führt, oder Bedrängnis. Und bei Bedrängnis haben Menschen in der Regel nur zwei Möglichkeiten. Sie haben die Anpassung als Möglichkeit oder sie haben die Vermeidung als Möglichkeit. Und da man hier sehr schnell gehen kann, macht man einfach den Laden zu, indem man auf ein Kreuz klickt. Oder man passt sich an, das heißt, das Problem ist nicht schlimm genug und man lernt es und ist wieder begeistert. Also achtet bitte darauf, dass jedes kleine bisschen, was ihr in eurem Shop nicht gut macht, ist nicht ein kleines oder unwichtiges Problem. Die Ansammlung kann dazu führen, dass jemand sagt, ja, ich gehe irgendwo hin, wo ich halt einfach in zwei Stufen meinen Checkout habe und auf Wiedersehen. Dann können wir Reibung vermeiden, indem wir einfach gültige Usability-Regeln im Content-Design anwenden. Also was ich meinte vorhin, erfindet nicht alles neu. Das ist für Designer langweilig. Ich verstehe das auch, weil man, klar, man orientiert sich an der Best Practice irgendwo und man soll nicht gar nichts testen, aber wenn wir uns zum Beispiel, und das ist nach Steve Krug, Don't Make Me Think, dieses Design, guckt immer, was ist welcher Aufwand. Das hier, eine Schaltfläche, die 3D-mäßig aussieht und wie eine Tastatur aussieht, das versteht jeder Mensch. Das ist logisch, das haben wir erlernt und jeder Webnutzer weiß, was das ist, weil er es aus der realen Welt übertragen kann. Auch hier dürften wir noch wenige Probleme haben. Der Ghost-Button, den ja auch manche gerne verwenden, Ghost-Button, weil er durchsichtig ist und die Hintergrundfarbe durchschimmert, ist nicht immer so eine geile Idee. Machen Startups gerne, weil es cool aussieht. Startups haben aber meistens auch nur ein einziges Produkt, das sie anbieten. In anderen Shops ist das nicht so sinnvoll, weil da gibt es einfach so viele Call to Action, dass es dann einfach schwierig wird. Aber deswegen nicht alles bei den coolen Startups abgucken. Wenn die nur ein Produkt haben, wird der User auch schon den Button finden. Und dann gibt es eben noch das hier und da wird es ganz schwierig und davon hatten wir auch ein paar im Shop. Also niedriger Aufwand, sehr hoher Aufwand, das zu verstehen. Und dann der dritte Tipp. Baut Vertrauen auf. Und Vertrauen fängt dabei an, dass die Leute wissen, dass ihr wisst, was ihr tut. Also wenn ihr einen Shop habt, bei dem ihr nicht mal die richtige Frage stellt, wenn jemand eine falsche Telefonnummer eingibt und sagt, er soll seine Kreditkarten da eingeben, dann denken die Leute, oh, die wissen echt gar nicht, was die tun. Soll ich wirklich dem vertrauen? Also macht die technischen Hausaufgaben, aber sorgt auch dafür, dass es andere Möglichkeiten gibt, Vertrauen zu gewinnen. Social Proof, also da war nichts zu sehen. Also da waren keine Bewertungen, da war irgendwie gar nichts, was mir erzählt, dass ich diesem Shop vertrauen soll. Nicht jeder kennt Intimissimi, vielleicht kennt auch nicht jeder euren Shop. Sollte man immer aufbauen, machen auch die bekanntesten Shops. Baut Trust-Signals ein, Auszeichnungen und so weiter. Am Ende nochmal kurz zu meinem Buch. Kann man auf Amazon, kann man auch überall woanders auch bestellen. Content Design, beschäftigt sich sehr viel mit Landingpage-Optimierung, aber auch Conversion-Optimierung nach hinten raus. Und jetzt bedanke ich mich für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr tapfer dabei geblieben seid.